Guten Tag, die Herrschaften. Durch einmal einreisen. Ich bin der Steuerberater vom Präsidenten und habe nicht viel Zeit zu verlieren. Boah, langsam, langsam, stopp, halt, stopp, langsam. Ja, natürlich, langsam, natürlich. Ganz ruhig. Mhm. Erstmal tief durchatmen. Natürlich, natürlich. Dann gehen Sie mal da zu meinem Kollegen, der ist noch frei. Okay. Ja, ich gehe mit Ihnen die ganze Zeit. Ja, dann kommen Sie mal mit hier mit den Kollegen da. Na, let's go. Ich habe nicht viel Zeit zu verlieren. Ich bin der Steuerberater. Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Hans Dieter. Ich komme aus Spanien und ich bin hier, um die Steuererklärung zu machen für den Präsidenten. Und nur extra für die Steuererklärung. Genau, danach werde ich mich auch wieder verziehen. Ja, das hört sich aber nach einem ganz schön teuren Job an. Ja, ich habe deswegen nicht viel Zeit, deswegen würde ich Sie bitten, dass wir jetzt schon losgehen, ja? Und der Kollege? Ja, das ist mein Assistent. Ich muss die ganzen Kartons stellen. Sind ja das ist mein Assistent. Genau, genau, genau. Ja, warum sind denn die ganzen Kartons? Sie sind hier ohne Koffer, ohne Boxen. Wir haben wirklich nicht viel Zeit, Mann. Denn das Finanzamt sitzt dem Präsidenten am Nacken, wie ich mitbekommen habe. Und ich musste Sie können doch nicht einfach illegal hier einreisen. Nicht illegal, Mann. Es ist hier echt ein Notfall. Das Finanzamt möchte Unterlagen und ich bin hier, um das Ganze zu klären und irgendwelche Lücken zu finden, irgendwas zu fälschen etc. Ja, aber wir wissen doch gar nicht, wer Sie sind. Ich bin von dem Präsidenten der Steuerberater von diesem Staat. Ja, geben Sie mir mal einen Moment. Das muss schnell gehen, Mann. Das Finanzamt, mit dem ist nicht zu spaßen. So, wie schaut's aus? Dann let's go. Komm mit. Ja, zur Tür, komm mit. Verdammt, Mann, der Präsident braucht meine Steuererklärung. Guck dir doch mal an, wie ich aussehe, Mann. Ich sehe aus wie ein Steuerberater. Denkst du, das ist ein Zufall? Die Handschuhe sind, weil ich so viel mit Papieren arbeite und so weiter. Damit das nicht so... Haben Sie denn Ihr Koffer vergessen? Aktenkoffer? Ich habe meine ganzen Unterlagen in Gepäckträger. Das werde ich dann gleich abholen. Okay, perfekt. So, dann wollen wir mal, ja? Bekomme ich mein Visum? Meine Steuer-ID-Nummer ist 680, ja? Sieht nicht schlecht aus, ne? Ich habe gerade geguckt. Verdammt. Der Terminkalender ist voll. Hallo. Ja, Mann, was ist denn los? Kommen Sie jetzt erstmal mit ins Büro. Ich stelle jetzt Ihnen jetzt ein paar Fragen. Und was für Fragen? Es geht um die Steuern! So, ja, ich schaue gerade hier, der Präsident... Alter, weißt du nicht, was das Finanzamt, zu was das in der Lage ist? Bist du da nicht informiert? Also wir beruhigen uns jetzt erstmal. Wir gehen jetzt gemeinsam ins Büro und dann stelle ich euch erstmal ein paar Fragen. Was für Fragen? Ich müsste doch... Hey, hallo, melden Sie mich hier. Ja. Mit dem Anzug. Sie kommen jetzt einmal mit, ja? Verdammte Scheiße, Mann. Der Staat wird zugemacht. Die Finanzen stimmen nicht. Ja, alles gut. Kein Stress. Wie kein Stress, Mann, Alter? Kommen Sie einfach mit. Ich muss mich an die Vorschriften halten, ne? Gehen Sie schon mal ins Büro. Was für Vorschriften, du Idiot, Alter? Gehen Sie mal bitte ins Büro rein, ne? Mein Gott, inkompetenter Idiot. Es geht hier um Steuern. Du erzählst mir was von irgendwelchen 0815-Kackfragen. Gehört wer denn? So. Sie können mal da auf der Couch Platz nehmen, ne? Ja, ich habe keine Zeit für Platz nehmen, Mann. Ja, die Zeit müssen Sie sich mal kurz nehmen jetzt. Ja, ich stehe. Was? Komm, frag mal deine 0815 Fragen. 0815 Fragen? Ich weiß nicht, was für Fragen Sie bekommen haben, ne? Hey, woher kommen Sie denn? Was ist denn Ihr Heimatland? Spanien. Also können Sie auch Spanisch, oder wie? Ich habe keine Zeit für so dumme Fragen. Kommst du jetzt mal zum Punkt? Komm zu deinen Fragen? Ich möchte Sie doch erstmal kennenlernen, ne? Bevor Sie auf meinen Was Staat für kommen. Kennenlernen? Ich rede hier von Steuerverfahren, du kommst mir kennenlernen! Dürfte ich dann mal die Steuererklärung sehen? Ja, natürlich kann sie sehen. Hier, bitteschön. Kannst du durchlesen. Und, okay. Wie heißt denn unser Präsident hier? Willst du mich auf den Arm nehmen? Das ist hier keine Quizstunde. Du hast die Unterlagen gesehen und hör auf, mir jetzt so Kindergartenfragen zu stellen. Kindergartenfragen? Ja, mit deinen Würfel-Ohrringen, bevor ich dran ziehe. So, wie sind Ihre Namen? Ich schreibe die mir auf, damit ich das Präsidenten weiterleiten kann. Ja, gib mir meinen Assistenten deine Daten, ja, damit wir wissen, bei wem wir uns da später beschweren müssen. Ja. Schreibe einfach der mit den Würfel-Ohrringen. Mach ich. Ich glaube, sowas ist ein Einzelfall, dass jemand sowas trägt. Nö, die Würfelohrringe. Ja, das sollte leicht identifizierbar sein, denke ich mal. Und dann schreibt noch Kappe mit Pimmelbrille. Mhm, habe ich. Und dann schreibt noch einmal halbrasierter Schwanzschwan mit möchte gerne Kette aus Türkei Bazar. Okay, halbrasierter Schwanzschwan mit möchte gerne Kette aus Bazar. Und dann schreibt noch einmal Langhaariger Jesus mit Salafistenbart. Und. Langhaariger Jesus. Und du machst mich auf Auftragsmörder, oder? Jo. Wir reden denn hier vom Auftragsmörder, verdammte Scheiße. Mit deinen Handschuhen und so. Ja, was für Auftragsmörder, oder was? Alter, mein Gott, was? Junge Kollege. Was ist denn los? Oder? Bist du getriggert? bist du getriggert? Was ist denn los? Bevor ich in meinen Penis auf deine Würfelohrringe klatsche. Das machst du nicht. Alter, ich klatsche so fett eine gegen deinen Kopf, ne? Dass du da hinten die Blumen neu gießt. Ja, dann mach mal. Er kann sich schön bewässern. Ja, mach doch. Jetzt gib mir mein Visum. Wie, jetzt gib mir mein Visum? Komm, gib mir mein Visum, Alter. Du bist doch schon genug bestraft mit diesen Ohrringen. Nee. Ja, dann beantworte mal ein paar Fragen. Ja, was denn? Er fragt mich, wie geht's dir denn? Was ist das denn für eine Scheißfrage? Dann frag mich, was willst du wissen? Du kommst ja aus Spanien, sagst du, ne? Kannst du auch Spanisch sprechen, oder? Alter, was geht dich das denn, ob ich Spanisch sprechen kann oder nicht?
Was hat das jetzt hier mit der Einreise zu tun? Wir sind hier nicht im Spanischunterricht in vierte Klasse. Hör mir mal zu. Ja, was denn? Du kommst hier in meine Stadt rein. Dann willst du doch kennenlernen, wen ich in meine Stadt lasse. Verstehst du? Alter, ich komme doch nicht hier nach Frankfurt. Ich komme doch nicht frei. Der mir auf Auftragsmörder macht, ne? Wer hat denn von Auftragsmörder irgendwas erzählt dir? Kann das sein, dass du von einer gewissen Person vielleicht zu viel geschnüffelt hast und geguckt hast, dass du hier irgendwie irgendwelche Sachen sagst? Ja, wie kommst du denn auf Auftragsmörder? Keiner hat dir irgendwas von Auftragsmörder erzählt. Ich frage dich ja. Ja, wie kommst du denn auf so? Ich hab doch eben gesagt, dass die Handschuhe dafür sind, weil ich mit viel Papier arbeite wegen der Tinte. Wie kommst du auf Auftragsmörder? Erzähl mal. Ja, wie, du bist so gekleidet mit den Handschuhen und so, machst du mir auf Auftragsmörder. Ach du Scheiße, Alter. Ja. Bist du peinlich. Und? Verbesserungsvorschläge? Ja, erstmal zum Friseur gehen vielleicht. Nein, das meine ich nicht, du weißt schon. Nee, was meinst du? Du scheinst ja von einer gewissen Person ein Fan zu sein. Hast du Verbesserungsvorschläge bei ihm? Was laberst du? Ach komm. Kannst du ruhig sagen. Ich glaube, die wissen auf die Schulter. Gib dir mal einen Schnuller, damit der ein bisschen zur Besinnung kommt, damit der ein bisschen weniger flemmt. Ihr Witzchen. Aber gib dir mit Geschmack, ne? Weil den scheint sich so gut zu sehen. Alter, der hat nicht mal Schuhe an. Krieg ich jetzt mal ein Visum? Wenn du mir ein paar Fragen beantwortest, ne? Ja, dann frag deine Fragen. Ich frag dich ja. Kannst du Spanisch sprechen? Ja, kann ich. Aber dann können wir ja ein bisschen auf Spanisch erstmal reden, ne? Nein, können wir nicht, verdammt. Wieso denn nicht? Was hat dich das zu interessieren, wie ich rede? Was für eine Sprache? Immer noch, du kommst hier in meine Stadt rein. Alter, das ist ein Einreiseamt im Flughafen. Was fragst du mich denn irgendwas auf Spanisch? Das ist doch kein spanischer Staat. Das ist ja irrelevant, ne? Das was ich frage, kann immer noch richtig entscheiden. Ich hab's verstanden, wir dürfen keine Schuhe okay, anziehen. Okay, warte, sollen wir wirklich Spanisch reden? Ist es das, was du willst? Okay, wir reden auf Spanisch, okay? Einen Moment. So, me folio a tu madre. Tu abuela es bueno soplande. Hast du es verstanden? Nee. Warte, das verstehst du bestimmt. He jutet puta. Das hast du bestimmt verstanden, oder? Das verstehe ich, ne? Ja, das musst du ja auch verstehen, ja? So oft wie du so genannt wirst. Nee, ich werde nie so genannt. Da habe ich aber was anderes gehört nach der Session letztens im Nebenzimmer. In dem Zimmer meinst du? Im Nebenzimmer, du weißt doch Bescheid. Als Strom mit deiner Frau war, oder was? Ich habe keine Frau, meine Frau ist gestorben. Und dann habe ich einen Hund hinterlassen bekommen und der wurde auch getötet. Dann habe ich die ganze Mitgliedschaft ausgelöscht. Warte mal, Jungs, wollt ihr jetzt vernünftig reden oder... Was wird das jetzt hier? Ja, mach ich doch, Mann. Ihr seid aber nicht in der Lage. Ihr könnt nicht. Ihr seid dumm. Ja, wir können nicht. Wir lassen euch die ganze Zeit reden, Mann. Ja, guck mal, ihr geht da gar nicht ein. Ihr kommt mir mit irgendwelchen 0815 Fragen, wie bei jedem anderen Staat. Ja, aber das ist doch. Wir müssen doch gucken, ob du ein Dulli bist oder nicht. Ja, Bruder, was willst du mich denn fragen? Er, der Massen, diese Kacke willst du mich fragen, ja, oder was? Jeder gottverdammte Troller kennt doch diese Regeln. Okay. Ist okay, wie lange hält der Schussgold an? Boah, das sind doch Regeln, die kennt doch jeder Troller. Ja, warte mal. Das Problem was ist hat, bei jeder Stadt anders. Ja, oder? Was hat das denn mit RP zu tun? Hat doch nicht, hab ich nicht gesagt. Nur weil du EP stark bist, musst du trotzdem die Regeln von den Stadt. Ich hab doch gar nicht gesagt, dass ich RP stark bin, aber diese Fragen sind unnötig. Die machen einfach keinen Sinn. Wir haben unsere Fragen, die wir stellen müssen, so. Ja, ich verstehe dich, aber diese 0815 Fragen, führen nicht dazu, dass das Niveau gut wird. Das hat keinen Sinn, es macht einfach keinen Sinn. Ich sag dir ganz ehrlich, ich gucke gar keine Regelwerk für gar nichts. Ja, ich verstehe dich. Ich gehe auf den Start drauf, ich gucke, ich habe eine Situation mit jemandem, ich gucke, ob der mich callt, was der macht, dies, das, und dann weiß ich, was ich machen soll. Vorher mache ich nichts. Das ist doch nicht schwer, das Regelwerk jetzt aufzumachen und nebenbei zu lesen. Du sagst, du hast Erfahrung. Das sage ich nicht, aber es ist doch nicht schwer, das Regelwerk hier nebenbei aufzumachen und einfach die Stichwörter einzugeben, die du mich fragst, und dann zu sagen. Guck mal, Regelwerk ist eigentlich Nebensache. Wichtig ist, dass du Erfahrung hast. Wenn du meinst, du hast schon ein paar Monate hinter dir. Ich habe Jahre hinter mir, ich weiß doch, wie die ganzen Server sind. Ich weiß doch, ich gehe auf den Server drauf, ich gucke mir das RP-Niveau an und ich passe mich an. Wenn das RP-Niveau gut ist, dann bin ich dabei, dann bin ich am Start, dann bekommt ihr von mir ein gutes RP. Wenn ich merke, es ist Bullshit, jeder zweite, ich denke, das knallt, dann bekommt ihr von mir die gleiche jetzt, Action. Wenn du jetzt dreimal Server gesagt hast, weißt du? Ja, das ist aber bei mir so. Ich komme auf den Server, ich passe mich auf den Server an. Wenn ich sehe, jede zweite Ecke ein Importauto, Leute mit Importauto düsen mit 500 km durch die Welt, dann hat sich das für mich erledigt. Dann mach ich da kein RP drauf. Reißt die ein, beide, alles gut. Ich schlage jetzt Folgendes vor. Ihr beiden bleibt jetzt beim Kollegen hier mit dem braunen Hoodie und wir gehen jetzt, der Rest geht jetzt raus. Und ihr versucht bei ihm die Einreise. Nein, ist so okay. Chill. Ja. Ich hab gesagt, reißt die ein, alles gut. Sollen die deren RP machen? Alles gut. Reißt die ein. Oh Mann, Alter. Lass mal gucken, was die Waffen hier kosten. 40.000 Waffenlizenz. Boah, ich glaube, im Bank hat man 150.000. Aber hier ist, glaube ich, keiner. Ich habe jetzt 170.000, wir haben 300.000. Alter, damit müssen wir eigentlich krasse Sachen bekommen. So, eine Waffe kostet... Was? Eine Waffe kostet 9.500. Ey, hier gibt's auch Fallschirm. Baseballschläger ruhig hoch, Alter, so viel Geld. Dann let's go, lass ein paar Leute suchen und gucken, was die da machen. Bruder, hier ist tot. Wo sind denn die 40 Leute? Es bleibt auch die ganze Zeit gleich, ne? Eben einreise habe ich auch geguckt, aber auch 39. Man kann nicht nachschauen, wie viele Cops und so. Ne, kann man nicht. Dann lass mal Laden, Rob. Bei 40 Leuten gehe ich davon aus, dass schon Cops genug da sein sollten, oder? Eigentlich ja. Weil ich selber besteht ja meistens immer aus 20% Cops. Aber oder so, Offstream ist auch voll entspannt manchmal, ja.
Alles ist voll chillig, du hast voll deine Ruhe. Bruder, Bruder, komm mal, versuch mal. Das willst du mir nicht erzählen, dass keine zwei Pedila da sind. Bei 39 Leuten willst du mir erzählen, dass nicht zwei Pedile da sind? Das stimmt was nicht, niemals. Also ich tippe drauf, dass mindestens 20 Dinge ist. Fake. Ja, die haben safe gekauft. Sag ich dir ehrlich. Wie kann man die Scheiße mal anmachen? Unter dem war ein Auto, aber ich glaube. Ah, das ist gegeben. Oh ne. Boah, ist der scheiße, Alter. Aber besser als Roller. 100%. Viel besser. Aber trotzdem langsam. Hier ist auch keiner. Bro, das kann doch nicht sein. Wo sind die Leute? Wir waren jetzt voll vielen Orten. Hier ist keiner gewesen. Was soll ich denn hier machen, Alter? Du kannst ja gar nichts machen. Alleine. Soll ich alleine im Feld gehen oder was? Ja, komisch das Ganze. Alter, kannst du mir doch nicht erzählen. Ist nicht mein Medic oder was? Ey, yo, Homie, da? Wo sind denn die ganzen Leute? Keine Ahnung, Digga. Aber angeln und so kannst du hier. Angeln? Sind die angeln. Alle angeln? Kann sein, ich weiß es nicht. Ja, sag mir mal einen Spot. Ich habe nicht eine Person gefunden, nix. Jetzt ist auch spät, ne? Ja, Bruder, aber 37 Leute, meine. Wo sind denn die 37 Leute? Dann chillen die irgendwo in ihrer Haut. Ja, ja, okay. Komisch. Verhalten sich ein bisschen verdächtig. Was ist los? Jungs. Ja? Ja. Nur damit du Bescheid weißt, hier ist Maskenverbot in Vespucci, ja, damit die keinen aussetzen. Hier ist Maskenverbot, falls sie einen aussetzen wollten in Vespucci. Falls einen was? Willst du mich verarschen oder was? Wie willst du mich verarschen? Redest du mit mir da und? Wie redest du Spassi, Digga? Endo, du Bitch. Halt die Fresse, Digga. Oh, mein Name, damit Chojo. Fahr hinterher. Wieso, wie fährst du? Feso, wie fährst du? Fahr weg, Amunako, und Feso, wie fährst du? Ey, wie heißt denn der, Digga? Ach, Samu Jackson, der so, Bruder. So, mach mal beide den doch. So, hau drei meine Fans. Und die waren da mit fünf Leute plötzlich. Samu, Digga, ist das. Ich hab Combat Lock gemacht, saftig. Bruder, du bist ja richtig grauenvoll gefahren eben. Boah, aber das waren richtige Fans. Hast du gesehen, wie die geredet haben? Ich hab nur ein bisschen mitbekommen, ja? Ach du Scheiße, wie peinlich. Wo sind die? Aha, da. Oh, hast du die Cheats aber? Oder ist das hier nicht One-Shot? Oder keine Ahnung, Bruder. Ach, das ist hier gar nicht One-Shot! Ach du Kacke, die haben sich gefühlt mit vier Leuten. Holy shit, Alter, wie Fremdscham. Ah, ich glaube, ich komme hier nie wieder herauf. Soll ich hier mal dann gehen? Ja, lass mal einen von diesen Autos nehmen. Ach so, da ist er doch. Geil, Alter, was ist denn da? Ja, aussteigen und das Karas kostet mein Auto, ich alle. Du hast ihm 8 gegeben oder was? Ja, Bruder, hat gar keinen Sinn. Komm, du hast Wasser oben ab. Steig aus. 8 oder 9 Kopfschüsse habe ich ihm gegeben. Alter, was ein Much. Komm, lass da hin einfach. Wo bist du? Bruder, ich bin ertrunken. Oh, du bist so ein nutzloses Stück Scheiße. Oh, ich wurde gebannt. RDM. Mhm. Gosh, die Permaban, Bruder. Ach, das ist aber eh scheiße, Bruder, ja? Bruder, die haben einfach nicht One-Shot gewesen. Kein Headshot-One-Shot haben die geschrieben. Ach, scheiße, das ist aber jetzt ja richtig Muck gewesen. Ihren gekauften Spielern. Ach, ich bin hier gebannt. Ah, das ist der Server. Ich bin hier gebannt. Ich geh mal, frag mal nach, ob ich entbannt werden kann. Ja, yeah, what's up? What's up, homie? What's up? Can you unban me? You're gonna have to make it unban. Check it. I don't, can fight this. Go to creator, check it. No ticket. Now we're speaking about my ban. Come. My ban was for 5 months. Yeah, what was the ban for? Ban for Pitbox RDM. RDM? Oh, RDM. RDM, yes. And this was for 5 months a stream sniper. I don't RDM. Alright, you're gonna have to create a ticket for unban appeal. We can't do this in here. I'm too stupid for this. Please, can you unban me? You have to make unban appeal ticket. Come on, bro. You have on your server 50 players. You need players. We have to follow... 40. 14. 4. Yeah, we have to follow... Come on, bro. I'm not gonna argue with you. You have to make an unban appeal. Yeah, I have don't this account. This account is an old account. Okay, so if you look in Discord right now and you go up 1, 2, 3, 4, 5 times and there's a create a ticket section, click on that and click unban appeal. And what I write in this? Tells you exactly what to put.
My English is shit, man. I cannot write this shit. That's just what you have to do. You have to make an unban appeal ticket. Come, bro. You must one click and I'm banned. Nope, that's not how it works. You have to make an unban appeal ticket, and that's how that works. Come on, bro. I'm not going to unban you. Listen, you have to make an unban appeal ticket. Oh, come, bro. I think you're cool. All right. Well, if there's nothing else, make an unban appeal ticket, and that's it. The ticket make, you instant me unban? It has to be reviewed. Not instant? Well, it has to be reviewed. Whoever banned you has to review it. Then you rework my ban? It depends if it's reviewed and withdrawn. Sag mal, dick, bitch. Bruder, ich kann kein Ticket erstellen. Ich kenne mich auch damit gar nicht aus. Was soll ich da reinschreiben? Ey, die meine Englisch lesen, die werden das doch niemals annehmen. Wie wurdest du gebannt? Boah, ich wurde damals gebannt wegen irgendwas. Keine Ahnung, Bruder, ja? Ich glaube, ich habe ein paar Leute abgestochen. Irgendwann, weil ich kein Geld mehr hatte. So, bin fertig. Speichern. Yes. Raus mit dir, du Fotze. Wohin, du kleine Schlampe? Da wurde der erste NPC verlascht. Ey, yo, homie. What's up? Have you gang for me? Gang for me? Gang. Yes, come in my car. Okay, my bless. How are you doing? How are you doing? I'm chilling. Chilling, okay. Have you a weapon for your bless? A weapon? Yes, yes. I don't have a weapon for you, sorry. Okay. What do you want to join the gang? Lande bis heute, Lande one. Huh? Hello? Can you speak German? No, not German. Oh, shit. Nee, okay, bro. What you doing, man? Where are you driving me? I'm getting my friend. Wait, come with me. What you doing, bitch? Make open. Yo, if you want, get my car, if you want. Nice. Haha, Lusche. Why are you VDMing? What? Why are you BDMing these guys? Yeah, he driving on me first. Okay. And you see. Yeah, I see. Drift. Alter, ich war gestern mit Auto unterwegs. Ich habe so einen fetten Drift gemacht an der Ampel. Da habe ich so wie so ein Opfer Drift gesagt. Und ich dachte gerade, ich zocke gerade GTA. Da habe ich mir gedacht, ich sollte mal weniger zocken. Die Reifen haben so gequietscht, so mit Smart. Aus dem Weg. Ach du heilige Scheiße. Steck mal aus. Mach mal keinen Miesen, Alter. Check mal Auto. Warte mal. Check meine Waffe, mein Bester. Dann. Sag mal die Uhrzeit. Oder 57. Ah, oh, Monaco, du Mann. Ja, hier ne. Wir sind gerade Admins da. Ja, ist hier. Alter, bist du Admin? Ja. Haben sich die Leiter geändert? Ja, der eine, der dich früher auch weggehauen hat, ist weg. Echt? Also, ja, Arthur ist weg. Also der Huren ist weg, oder was? Der war bei Berlin City, aber dann ist der aus rausgekommen. Ach so, also der Huren ist weg, oder wie? Ja, schon lange. Hände hoch! Spaß. Warum machst du nicht richtig hier, ja? Ist gar nicht so schlecht eigentlich. Also ist besser geworden, auf Ernst. Wer ist der Projektleiter? Andy und Diego, die sind beide korrekt. Mhm. Aber ich verstehe nicht, warum du dich größer bist, ja? Du streamst so lange und dann hast du immer die gleiche Zuschauerzahl. So, irgendwie musst du ja doch irgendwie neue Leute gewinnen, weißt du? Wie meinst du? Du hast seit irgendwie, ich weiß nicht, ein halbes Jahr immer so bis zu 1000 Zuschauer, weißt du? Das ist schon krass, dass du es halten konntest. Obwohl RP-Hype ja mäßig weg war, weißt du? Ist ja nicht mehr so gehypt wie früher. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist halt nicht ziemlich simpel, woran das liegt. Das liegt einfach daran, dass ich alleine bin, weißt du? Ich habe ja keine Leute. Die Leute machen ja immer mit anderen Streamern was. Alter, bist du so Goku bitte da, oder was? Nein, halt die Fresse. Wie, halt die Fresse? Herr Officer, was soll das denn? Oh, sorry, Bro. Ey, Zuckerpuppe, check mal Auto. Krieg ich das Auto? Nein, das ist mein Auto. Oh, sorry, Bro. Check mal ab, die Karre. Kann ich das Auto haben? Können Sie mir Ihre Personalien zeigen? Kann dir gar nicht zeigen, verpiss dich. Ich guck mal kurz ihre Personalien nach, ne? Ja, kannst du machen. Ich bin der Hans. Hans. Oder hast du was anderes erwartet? Hans, die da ist. Warum ist denn ihre Maske eigentlich nur unter der Nase? Warum siehst du aus wie Son Goku, wie Arme? Ja, wieso? Hä? Son Goku? Oder hast du dein Anime überhaupt geguckt? Kann ich jetzt rein? Da geht auch ein Scheißkanzler da rein. Ich würde gerne wissen, wann hatte Son Goku rote Haare, ne? Ja, Bruder. Wenn du wüsstest, dass Son Goku und Vegeta vierfache Super Saiyajin sich fusionieren, haben die rote Haare. Das weißt du halt nicht. Du bist halt kein G. Was willst du denn, du Sohn? Bist du jetzt hier frech, nur weil neben dir eine Frau ist, noch nie eine Frau im Leben gesehen? Ja, Bruder. Du Schlauch.
Auf jeden Fall. Ja, was ist denn los? Hab ich dich getroffen, wa? It's nerf. Du wirst halt niemals eine Frau haben, weißt du? Ja, ja. Leute, bist du doch mal dein Charakterfeil, da kriegst du vielleicht eine mal ab. Oder bist du vielleicht, gewinnst du ja Lotto, wenn du Glück hast. Bestimmt. Da kriegst du vielleicht eine ab, aber sonst wird das leider nichts. Ja, ja. Auf jeden Fall. Cock. Denken Sie bitte. Danke dir. Ich liebe es. Steig ein. Hast du Pistol, Mistel? Nein, ich hab gar nichts. Wir gehen jetzt die Cops abknallen, die sind billig. Ohne Waffen? Oder hast du eine? Ich habe eine. Ja, okay, ich denke ja. Die kämpfe ich eh nicht für die Lappen. Oh, wie geil, Alter, wie ich hinkönne. Ah, da war's viel da, Mann. Oh. Ey, sen onlar mı vurdu? Onlar vurdu, onlar ya. Valla? Ya. Ey! Ey, du so, du hast Kopfschuss kassiert, warum stirbst du nicht? Alter, du hast Gottmord, du Peach. Kennen Sie diesen X-Summit oder wie hieß der nochmal? Ja, der bin ich. Ja? Ja. Ach du Scheiße. Holt mich mal jetzt hoch und lass mich mal in Ruhe. Können Sie leider nicht hochholen. Nur einen M-Dealer können Sie jetzt hochholen. Ey, könnt ihr mir so eine Langwaffe geben? Das ist leider eine Staatswaffe, du. Ja, weiß doch keiner, Mann. Ich bin eh nur 10, 20 Minuten, mach ein bisschen Kotten, dann hau ich ab. Ach, Digga. Mach keinen Miesen, Mann. Jalla, markierst du mich in ein Video? Ja, ihr kommt alle rein. Boah, danke dir, Mann. Boah, ich danke dir, mein Bester. Ey, willst du Dings? Kopf, willst du Taser? Taser natürlich. Ihr seid echt korrekt, ja. Ihr seid der Weg hier in den Unsinn aufkommen, für irgendwie versuchen abzufucken. Ey, Zuckerpuppe, check mal Auto, yo. Ich danke dir. Ich steige ein. Ey, welche Gang ist geil? Mach mal ein bisschen Stress bei LCT. Wo sind die? Welche 70, Nummer? 55, LCT. Seht da welche? Ja. Müsste eigentlich, ja. 70, 55? Ja, genau. Ja. Hau rein. Der hat echt zwei Kopfschüsse kassiert, ich hab's auch gesehen. Ja, hast du es gesehen oder was? Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich hab den zwei gegeben, ja. Ich glaube, der hat Cheatern oder Admin war der nicht. Ich glaube, der hatte was, ja. Halben Gottmodus hat der, glaube ich, gehabt. Ich hab den sogar vor einem Meter einmal eingegeben, ne? Ja. Oder ich geb die Pistole, ja? Ich hab ja die PDW. Hier? Anscheinend. Komm, ich geb dir eine Waffe. Hier, also willkommen. Omis, ich möchte jetzt, dass wir erstmal alle die Pfötchen hochmachen. Pfötchen hoch. Pfötchen hoch sieht anders aus. Was ist denn hier los? Ziel auf den. Ja, Hände hoch, Zuckerpuppe. Komm rein mit dem. Handy weg, Lan. Handy weg, aber ganz schnell. Geht doch. Wo sind eure Kollegen? Wenn ihr irgendwas Krummes macht, schießt den ab. Wo sind eure Kollegen? Ruft die her, Funk und sagt, die sollen alle kommen. Wir sind die Einzigen, die wach sind. Wie, ihr seid die Einzigen, die wach sind? Ja, wir sind gerade nur noch zu dritt. Es ist 1 Uhr. Die Leute, die müssen morgen wieder früh raus. Die müssen morgen früh raus. Gebt mir eure Waffen, alles, was ihr habt, dann könnt ihr gehen. Herr Officer, was geht? Wir wollten so gucken, was hier so abgeht. Ey, könnt ihr Sachen abnehmen? Ja, können wir. Könnt ihr mal von dem die Waffen abnehmen und mir geben? Komm mal mit. Ich bin vom FBI und meine Kollegen werden euch jetzt untersuchen. Sie haben nicht mal was damit zu tun. Warum machen wir hier mit? Was redest du, Mann? Ich bin FBI-Agent, das sind meine Kollegen. Wo ist der Typ? Naja, wenn sie FBI-Agent sind, dann können sie das selber durchsuchen oder nicht. Ist so. Das lasse ich den mit meinen Kollegen machen, ja? Und hat jemand gesagt, dass du reden darfst, Zuckerpuppe? Situation zu tun. Was redest du, ja? Was hast du hier, die Mund im Kopf? Du kannst ihnen auch einfach sagen, dass sie die fallen lassen sollen. Oha. Ey, ich hab damit nichts zu tun. Peso, pack mich, hau ab. Wo bist du, Bruder? Ich seh dich nicht. Oh Mann, ey, so eine Scheiße. Das wird ein Nachspiel haben. Ihr Opfer. Ihr Scheiß. Das werdet ihr bereuen. Ja, deswegen einfach abknallen, Bruder. Weißt du, illegal haben hier immer so eine Scheiße. Die drei Zibis hier, die haben alle drei Kopfschuss. Der von denen hat auch Kopfschuss bekommen, Bruder. Das ist voll richtig muchig, ja. Warte, was ist das? Bruder, hol mich mal irgendwie hoch, ja? Bruder, bitte hol mich hoch, die muss ich f***en, bitte. Wallah, ich hab die Exe alle nicht getötet, die kamen hinterhältig. Jetzt werde ich reinschirm alle dir töten, ohne Gnade. Boah, wenn du mich jetzt hochhältst, du bist der Beste. Hast du eine Pistole? Bist du dabei? Ja, was machen. Die werden gleich genommen. Walla, die haben einfach den eigenen von dem wiederbelebt, der auch Kopfschuss kassiert hat, ne? Sollen sie den hochholen? Ja, muss ich mir mal anschauen, ob ich den hochholen kann. Der Herr hat leider einen Kopfschuss bekommen. Ja, dann begabe ich den. Bruder, ich will doch einfach nur hochgeholt werden. Ja, walla, was ist denn da so schlimm? Was ist das für ein Kopfschuss? Ja, Kopfschuss, was ist das für ein Muchstart an meinem Kopfschuss? Amona Koya Jam, ja, ich bin immer noch tot. Bob, komm mal kurz mit. Hol den mal hoch. Ich muss erst feststehen, Bruder. Bruder, bitte hab keinen Stock im Arsch, bitte. Lass mich kurz schauen, ja. Ich muss ihn mit reinnehmen, ja? Nein, mach hier, der geht. Ich muss ihn mit reinnehmen, ich komm gleich wieder, mit ihm. Mach keine Akte, keinen Scheiß drauf. Muss ich.
Es ist verpflichtend. Ja, dann scheiß drauf, ich will niemand anderen. Was hat der für ein Stockmarsch? Alter Bob, du bist ehrlich ein Hurensohn. Wir müssen den drinnen hochholen. Na, warte, ich begrab den, der hat Kopfschuss. Ja, doch, chill doch. Nein, lass ihn. Hallo. Das ist wahrscheinlich der von vorhin, ne? Ja, genau, er will ihn begraben. Wir müssen ihn mit rausgeben. Nee. Natürlich, wurde doch gesagt. Ja, lass mich den Ding bringen. Ganz ruhig, ja? Und bitte Maske ausziehen. Ja, es kommt jetzt Medic, mein Kollege. Der macht das. Ja, ja. Der hat keinen Stockmarsch. So. Wer hat da gerade geredet? Den ich trage, der redet. Wieso redet der? Der stabilisiert. Ja, dann gib ihn doch her, hä? Sag das doch von Anfang an, Mann. Ja, Bruder, wie kann er denn reden, wenn er stabilisiert ist, hä? Ja, dann gib her. Ja, mach schnell, bitte. Alter Schwede, was geht mein ab? Gott, ey, jetzt geht's aber rund. Jetzt geht's aber rund. Warte, der will sie benachrichtigen, lass den F***en da. Fahr zur Seite, da geht einer gerade von denen raus, den F***en wir direkt. Bleib stehen, Endoch, du Schatz. Digga, was ist das, was ihr macht, Digga? Am MD abfangen, was seid ihr? Bist du im MD? Digga, ich bin gerade vom MD gekommen. Ja, okay, dann ist es so, dann kannst du wieder hin. Ja, du Hund, Digga. Fein, schnell. Diese Frau, die wird jetzt sterben. Ich will diese Frau da auf jeden Fall tot sehen. Die hat mich hinterhältig abgeschossen. Na, du kleine Schlampe. Wie man sich zweimal im Leben. Wo war der Call, der ja. Herr? Wo war ja, denn der euer Call? Kollege hat den Call bekommen, der war draußen. Ja, gar nicht. Da waren keine tote Reden. Ja, natürlich, im MD liegt er tot. Der Call ist draußen, mein Bester. Wo war der Call? Wo war der Call? Der Call? Hinterhältig, hä? Wie gefällt euch hinterhältig? Wo war der Call? Du kleine Slut, hä? Hinterhältig schießen auf den Samu. Da in die Küche, wo du hingehörst. Was ist denn los? Warum Bruder, scheiß auf den. Ich komm gleich nochmal. Ich werde die nochmal töten. Der Endoch, du Hund. Mach die Endoch. Endoch. Schuss sicher. Ich geh vor, wo er geht, Waffen kann. Ja, geh. Du Peach, du. Deine Mutter f*** ich. Was ist denn los? Du kleiner Penis. Ach, komm mal her. Oh, tschüss. Hab euch trotzdem gefickt. Permaban, aber ich hab euch trotzdem alle vernascht. Bye, bye.